Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Pierre, sono francese. Guten Tag an alle, ich heiße Pierre, ich bin Franzose. Ich bin in Frankreich aufgewachsen, aber ich komme von Tahiti. Von fernen Ländern, wo ich mindestens 4 Stunden fliegen muss. Und deshalb habe ich sehr gelitten, in Frankreich aufzuwachsen. Ich war anders als die anderen, dunkelhäutig, und meine Eltern sind weiß. Ich habe eine kleine Schwester, die ist ungefähr 17, die aussieht wie du. Als ich aus der Schule mit ihr nach Hause ging, dann habe ich Angst gehabt vor den Blicken der anderen, weil ich anders war. Um meine Identität zu finden, habe ich angefangen, Unordnung zu tun. Ich habe gelogen. Ich habe manipuliert andere Familie. Ich war böse auf das eigene Leben. Warum bin ich nach Frankreich gekommen? Und dann habe ich Marihuana kennengelernt und ich habe mir viel Böses angetan, um meine Gedanken zu unterdrücken. Und ich habe ungefähr so gelebt. Und eines Tages habe ich von meinen Eltern ersucht, dass ich nach Tahiti gehe. Mit 18 habe ich das erste Mal meinen biologischen Vater umarmt. Er ist riesig, wie diese Fahne hier. Auf dieser Insel sind viele Tränen gefallen, Tränen des Schmerzes. Tränen der Wut. Und nach 6 Monaten haben wir uns gegrüßt, aber ich habe ihn gegrüßt als Sohn, der nicht mehr das Gefühl hatte, ein verlassenes Kind zu sein, in irgendeiner Ecke zurückgelassen. Das war für mich, für ihn war das ein Akt der Liebe. Und das sage ich ohne Angst. Und wenn hier unter euch es Kinder gibt, die adoptiert wurden, ich möchte euch sagen, dass man über mich dachte, dass ich krank wäre, sonderbar für das, was ich zeigte auf der Straße. Wir, die wir adoptiert sind, haben keine pathologische Krankheit, sondern eine Wunde, die wir bis ans Ende tragen werden. Heute habe ich das Bedürfnis, euch das zu sagen. Ich danke meiner Familie, der auf Tahiti und der in Frankreich. Danke für die Familie, die hier vor mir sitzt, weil sie viele Türen geöffnet haben in meinem Inneren, um meine Probleme zu lösen. Egal an welchem Ort, wo ich früher gegangen bin, nirgendwo habe ich mich so angenommen gefühlt wie in der Gemeinschaft Cenacolo.
Heute gibt es viele Emotionen, Freuden, Trennen der Freundschaft. Da gibt es viele wahre Umarmungen. Und all meine Brüder schauen, die hier sitzen, kann ich sagen, Gott existiert. Ich bin ihm begegnen. Ich bin auferstanden. Ich möchte ihm nachfolgen. Halleluja.